zwei Humpen und ein bisschen plötzlich. Oh, bitte, mein Herr. Etwas Anstand. Und ich guck hoch und da, er leert das halbe Fass in einem Zug. Geralt, hier drüben. Hey, da, Weißlöckchen. Du siehst aus wie einer, der zechen kann. Danke. Ein andermal. Hey, lass mich nicht betteln, Mann. Ich lade dich ein. Ah ja, sehr schön. Hat die Zeit angehalten. Weiß nicht, ob mir das so geheuer ist. Angeber. Natürlich, warum auch nicht? Die Zeit ist ein herrlicher Spielplatz. Und das richtige Gewürz für Honigkuchen. Du hast also doch zugehört. Oh ja, bisweilen kann ich nicht widerstehen, die Zeit zu manipulieren. Dabei ergeben sich viele appetitliche Gelegenheiten. Man kann die Suppe von geschmacklosen Leuten mit passenden Widerlichkeiten würzen. Wer bist du eigentlich? Gaunter Odim, auch bekannt als... Das meine ich nicht. Ah, du willst also wissen, was ich tue. Kurz, ich gebe den Leuten, was sie wollen. Sagen wir, ich erfülle ihnen ihre Wünsche. Und stürzt sie in ein Meer aus Leid? Nein, ich nicht. Das sind ihre schlecht formulierten Wünsche. Ich bin kein Betrüger. Ich gebe den Leuten nur, was sie wollen. Wenn sie sich unwürdige Dinge wünschen, liegt das durchaus an ihrer verkommenen Natur. Du bist eindeutig kein Mensch. Was dann? Ein Dämon? Hat sich noch niemand Weltfrieden gewünscht? Ja. Nein, Geralt, willst du nicht. Diesmal verschone ich dich und erfülle deinen Wunsch nicht. Wer meinen wahren Namen erfahren hat, ist entweder tot oder hat ein schlimmeres Schicksal erlitten. Doch dich brauche ich noch. Kontrollierst du wirklich die Zeit oder ist das nur ein Taschenspielertrick? Welchen Unterschied macht das? Einen großen. Sagen wir, die Zeit hat mich immer fasziniert. Deswegen habe ich mir ihre optimale Nutzung beigebracht. Warum gerade die Zeit? Geralt, es gibt vier Dimensionen. Länge, Breite, Höhe und Zeit. Die Breite? Bitte. Wie komme ich zu dem Vergnügen? Ich wollte dir gratulieren. Du hast dich bei Olgierd prächtig geschlagen. Tatsächlich hast du deine Schuld fast beglichen. Was heißt ich fast? Sollte ihm drei Wünsche erfüllen. Das tat ich. Jetzt nimmst du das Mahl weg, weil wir quitt sind. Fast. Um den Vertrag buchstabengetreu zu erfüllen, musst du noch eines tun. Olgierd zum Tempel von Lilvani bringen. Davon war nie die Rede. Oh, aber ja doch. Als Mann von Welt solltest du wissen, dass jeder Vertrag sein Kleingedrucktes hat. Und das ändert die Bedeutung des Vertrags. Auch bei mündlichen Verträgen. Ich sagte wörtlich, ich glaube allerdings, dass es gut ausgehen wird. Sobald dies der Fall ist, treffen wir uns und danken einander für die gemeinsame Reise. Zitat Ende. Ja, ich erinnere mich. Erfülle deinen Teil der Abmachung, dann werde ich das Mahl entfernen. Du hast mich zum letzten Mal unterbrochen, während ich mit jemandem sprach. Autsch. Was zum Teufel? Was macht die Fliege in meiner Suppe? Ich hab nach dir Ausschau gehalten, dich aber nicht reinkommen sehen. Woher kommst du plötzlich?
Alter Hexertrick. Wenn ich mich ganz stark konzentriere, kann ich Raum und Zeit kontrollieren. Hast du mir die Fliege in die Suppe geworfen? Nein. Jetzt hör genau zu. Sag deinem Ataman, er soll zum Tempel von Lelvani kommen. Südlich von hier. Der Eingang liegt in einer Höhle. Was ist denn da los? Lilvanis Tempel. Kapiert? Ja, kapiert. Warte mal! Deine Freundin, die Ärztin, die war hier. Du sollst bei ihr vorbeikommen. Danke. Jetzt haben wir es doch noch nicht geschafft. Verflucht. Ein Teufel ging auf krummem Pfad, das Herz war voll. Sprich mit Shani im Haus. Triff dich mit Ulgi jetzt im Tempel von. Welch Vortrefflichkeit. Donnerwetter. Du musst erst mal was saufen. Oh. Säufer, Barbiere, Hausmeister und Studenten aus der Philosophenhalle bedienen wir nicht. Sehe ich aus wie einer von dieser Liste? Kann nicht schaden, die Dinge klarzustellen. Was haben sie dir denn getan, die Studenten aus der... Darüber will ich lieber nicht reden, ja? Was darf sein? Auf keinen Fall. Auf keinen Fall, Gunt. Darf ich mich mal umsehen? Boah, jetzt starten wir weg. Himbeersaft, Wasser, Himbeersaft, das gute Steak. Wir kaufen ihn leer. Wir brauchen die Nahrung für die Kämpfer. Auch wenn wir inzwischen Tränke benutzen können. Schade nicht, mal ein bisschen was zu essen mit dabei zu haben. Bis dann. So, erstmal Chani sprechen. Dann gehen wir zu diesem Tempel von Vivan. Hoffentlich wird es nicht mehr zu anstrengend. Achso, im Obergeschoss. Shani? Geralt, gut, dass du kommst. Was ist passiert? Hat jemand eingebrochen? Hier? Ach, nein, ich ziehe nur um. Was? Wann? Wohin? Ach, darüber... wollte ich nicht reden. Jedenfalls nicht nur, aber... Ich gehe, Geralt. Die Ostfront ruft. In Kedwen. Du hast nicht erwähnt, dass du einen Umzug planst. Ich wusste es nicht. Erst seit heute früh. Es waren zwei Soldaten hier. Redanien braucht mich angeblich wieder. Hättest du nicht einfach Nein sagen können? Ach, vielleicht. Aber das wollte ich nicht. Ich will meiner Berufung folgen. Und das geht nirgends besser als an der Front. Werde ich. Werden wir uns jemals wiedersehen? Eines Tages bestimmt. Und, hast du was über Olgierd erfahren? Tja, ich habe die Bücher bald zugeklappt, weil ich mir dachte, dass ich die Wahrheit nur von jemandem erfahre, der ihn kennt. Hast du jemanden gefunden? Ich musste nicht lange suchen. Ein Kollege an der Akademie, der Assistent von Professor Primitin Schüttlock, sagt, dass Olgierd von Everek sich öfters mit dem Professor getroffen hat. Dabei hat Olgierd offenbar verlangt, dass der Professor etwas erforscht. Der Professor hat sich so hineingesteigert, dass er seine Notizen nicht rausrücken wollte. Nicht mal seinem Assistenten wollte er sie zeigen. Der Professor. Wo finde ich den? Hier in Ochsenfurt. Der Professor. Zurückgezogen in seinem Haus auf dem Akademiegelände. Mit Hexenjägern auf der Türschwelle.
Nicht den, den wir im ersten Teil bekämpft haben. Ich muss mit diesem Professor reden. Ich gehe mit. Die Akademie ist voller redanischer Wachen. Da kommst du nicht alleine rein. Wachen waren mir noch nie ein Hindernis, das weißt du. Mhm, aber wenn du diese verwundest, muss ich sie wieder flicken. Außerdem könnten wir einem Freund begegnen. Dann kommen wir ganz leicht rein. Wie stehen denn die Dinge in der Akademie? Du meinst, seit Radovid sie geschlossen hat? Ich will wissen, ob sie gut bewacht ist. Vermutlich nicht. Viele Mitglieder sind in den hohen Norden geflohen. Die Tapferen sind geblieben, haben sich aber als Schneider und Wäscherinnen verkleidet. Warum? Neugier. Die Gelehrten hatten sich offenbar Magiertaktiken zugelegt. Kooperieren sie? Für Radovid gibt es kaum einen Unterschied zwischen ihnen. Dich scheint er ja zu tolerieren. Weil er mich braucht. Vorläufig. Also, an die Ostfront. Und dann? Kommt drauf an, wo man mich hinschickt. Wo es auch sein mag. Pass auf dich auf. Mach ich immer. Keine Sorge. Ach, da geht's lang. Halt! Auf Befehl König Radovids darf niemand die Akademie betreten. Nicht mal Dozenten? Niemand heißt keiner. Na, du bist ja ein Pedant geworden, Norbert. Als ich dich wieder zusammengenäht hatte, warst du viel freundlicher. Wie geht's denn dem Knie? Ganz wunderbar. Als wäre nie ein Pfeil drin gewesen. Du kannst dich glücklich schätzen. Wenn ich mich nicht dazu entschieden hätte, dich zu operieren, wärst du auf ewig ein Krüppel. Bruno? Hm? Vielleicht können wir sie reinlassen. Sie ist anständig. Die klaut nichts. Na, für die Hexe kann ich nicht. Aber alleine. Der Hexer erregt zu viel Aufmerksamkeit. Für den will ich mich vom Hauptmann nicht anraunzen lassen. Der klaut. Pass auf. Ich gehe rein und helfe dir dann, hinten reinzuschleichen. Und wie? Oder ich überzeuge mit meiner... Ich denke mir was aus. Level 3 Überzeugungskraft. Sind normalerweise viel weniger Wachen. Geht klar. Gut, lasst mich rein. Oh, schade. Bekämpfen können wir nicht. Gibt zwar wahrscheinlich Alarm. Oh, schade. Kann ich nicht angreifen. Ich hatte gedacht, es gibt eventuell eine alternative Option. Laufen wir den ganzen Umweg oder was? Lang lebe, etc. Den Spruch finde ich immer großartig. Lang lebe, etc. Kein Bock auf den Spruch. Autsch. Da bin ich tief gefallen. Einmal meditieren. Verbessert Schwalbe wird immer nachgefüllt. Die anderen trinken auch. Ach nö, ein paar Trunken, ne? Muss das jetzt sein? Kein Bock auf Ertrunkene. Wie komme ich da jetzt rein? Ich muss hoch auf die Mauer wahrscheinlich. Na toll. Wie komme ich da hoch auf die Mauer? Offensichtlich nicht. Aus dem Weg. Oh, da war ich gut aus.
Aber wie zum Heckler kommen wir da rein? Hier ist ein Tor, durch das wir nicht kommen. Reintauchen können wir wahrscheinlich nicht. Ein Loch in der Mauer, gibt es da eins? Verdammt mich! Alter, die sind nicht der Endboss. Ertrunken, ne? Ich töte jetzt mal hier, damit ich unter die Tür mich, damit ich hier mal durch kann. Das eine gegen einen. Kurz in Ruhe hier umgucken. Ja, da passiert was. Geralt! Psst! Bist du da? Ja, bin ich. Schnapp das Seil. Wo hast du das Seil her? Lange Geschichte. Aber wir haben es geschafft. Professor Schüttlocks Haus steht am Ende dieser Straße. Hexenjäger bewachen die Tür. Ich glaube nicht, dass ich die bequatschen kann. Du warst schon eine große Hilfe, Shani. Danke. Schon gut. Du hättest dasselbe für mich getan. Wenn du mich nochmal sehen willst. Ich bin zu Hause. Muss noch eine Weile packen. In Ordnung. Bis dann. Betritt Professor Schüttlochs Haus. Okay, eine kleine Nebenquest. Warum nicht? Das ist ein Ach nö. Nicht wieder so ein Kampf. Ich bräuchte mal Heilung. Die Sackgasse. Nicht gut. Das ist ein Bogenschütze. Erst den Bogenschützen ausschalten. Ja. 3 gegen 1 ist aber unfair. Feiglinger. Ich bring dich auf! Du warst nur einer. Nice. Jetzt können wir jetzt hier rein. Scheinbar nicht. Verschlossen. Ich brauche einen anderen Eingang. Hat er vielleicht ein Fenster vergessen? Ich komme mal übers Dach. Ja, hier. Die Leiter. Wie ein Assassin der Frühdächer. Das muss doch eigentlich funktionieren, dass wir jetzt hier mal ins verdammt fast zum Fick vom Dach gestürzt.
Was geht denn gerade so auf Twitter ab? Noch nicht schon wieder kämpfen. Willst du was aufs Maul? Scheißt du dich schon ein? Nicht wirklich. Auf ihn! Von beiden Seiten! Als ob wir nicht klettern können. Ach, verdammt, wenn es dann sein muss. Stirb, Potzenlecker! Ich hab ihn umgebracht! Das mache ich mit euch auch. Verdammt. Nicht so episch wie beim ersten Mal, aber... Verschloss. Ich brauche einen anderen Eingang. Hat er vielleicht ein Fenster vergessen? Ja, aber da schreien wir wieder von Unruf. Noch ein drittes Mal versuche ich das nicht. Eine Zeitquest ist das mir zu viel Aufwand. Trockenfischbrot. So, wie kommen wir da halbwegs sicher rüber? Holy shit. So wohl nicht. Wenn ich nochmal runterfalle, bin ich raus. Vorsichtig. Ich komme hier durch. Ah, shit. Aus dem Luft gejagt. So, wir sind jetzt im Haus. Schön erstmal looten. Franco, bist du das? Lass die Bettpfanne an ihrem Platz. Und nimm den Teller mit, ich esse heute nichts. Professor Schüttlock? Wer zum Teufel? Wie bist du reingekommen? Raus! Ich weiß nichts. Ich will auch nichts wissen. Kapiert? Nein, 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 nein. Raus! Ich tu dir doch nichts. Dieser Dämon schickt dich. Ich weiß es. Mich schickt niemand. Du lügst. Ich mag blind sein, aber unreine Mächte spüre ich klarer als jede andere. Was glaubst du, warum die Hexenjäger mich bewachen wie einen Schatz? Ich bin ein Hexer. Ein Mutant? Ja. Möglich. Wir müssen ihn mal rausschaffen. Ich bin hier, weil ich Informationen brauche. Vermutlich bist du der Einzige, der sie hat. Ein Hexer? Dann muss ich mich nicht fürchten. Ich bin ja kaum eine Postkonjunktionskreatur. Was wollte Olgierd von Everreck von dir?
Verflucht sei der Tag, an dem ich diesen Mann traf. Er stand vor meiner Tür und wollte wissen, wer Gaunter Odim ist und wie man ihn los wird. Er bot mir einen Sack Gold. Ich war einverstanden. Solche Dinge sind meine Spezialität. Und ich brauchte Geld. Ich versenkte mich in die Folianten, analysierte obskure Vorfälle und Volkslegenden. Ich reiste sogar bis nach Nilfgaard. In der Bibliothek dort stieß ich endlich auf eine Spur dieser mysteriösen Wesenheit. Es gibt Aufzeichnungen über Begegnungen, die tausende von Jahren zurückliegen. Wahrscheinlich bricht das darüber unter vielen zusammen. Aber immer als Ausgeburt des Bösen. Hier heißt er Gaunter Odim, manchmal auch Spiegelmeister oder Mann des Glases. Mhm. Das Studium der alten Aufzeichnungen hat mich erblinden lassen. Aber ich habe viel. Was ist das Unzerrechtliche? Dass er mit seinen Opfern spielt und besonders gerne Pakte schließt. Sie scheinen harmlos, treiben die Vertragspartner aber in den Wahnsinn. Yep. Weißt du noch mehr über den Mann? Gaunter Odim ist kein Mann. Er ist das Böse. Das Böse, das viele Formen annimmt. Vergiss ihn. Oder stirb. Du lebst noch. Leben. In ständiger Angst. Nach dem, was ich über ihn weiß. Wir werden ihn besiegen. Und Olgierd hat so einen Pakt mit ihm geschlossen? Brillant geschlossen. Aber weißt du auch warum? Er stammt aus einer wohlhabenden, einflussreichen Familie. Sonst hätten die Eltern seiner Verlobten ihn nie akzeptiert. Doch dann schlug das Schicksal zu. Er wurde zum verarmten Ausgestoßenen. Das konnte die mächtige Familie seiner Iris nicht hinnehmen. Sie verheiraten ihre Tochter nicht an einen Niemand. Olgierd wollte mit ihr durchbrennen. Je weiter weg, desto besser. Aber sie weigerte sich, ihre Familie zu verlassen. Ein echtes Dilemma. In der Tat. Doch es sollte noch schlimmer kommen. Eine Wanderhexe deutete eine Lösung an. Einen Mann, der jeden Wunsch erfüllen kann. Sein Name, der Spiegelmeister. Der Rest ergibt sich. Olgierd und Odim treffen sich. Es gibt einen Wunsch. Einen Pakt, der mit Blut besiegelt wird. Und einen Preis, der gezahlt werden muss. Olgierd musste einen geliebten Menschen opfern. Odim liebt schwierige Entscheidungen. Er wusste, wen Olgierd liebte, seine Verlobte und seinen Bruder, Wladimir. Olgierd traf seine Wahl, heiratete seine geliebte Iris und erlangte sein Vermögen zurück. Olgierd hat seinen eigenen Bruder getötet? Nein. Nein, nein. Schlussfolgern, Hexer. Mhm. Odims Stil berücksichtigen. Hm? Olgierd hat den Blutbrief unterzeichnet und einen Tag darauf war sein Bruder tot. Warum wollte Olgierd Odim loswerden? Er hatte doch, was er wollte. Wirklich? Hm. Sein Herz war zu Stein geworden. Die Frau, für die er seinen Bruder geopfert hatte, liebte er nicht mehr. Er liebte gar nichts mehr. Hatte er das gewollt? Nein. Odim gewährt einem, was man wünscht, nicht das, was man will. Wer einen Pakt mit ihm schließt, lernt diesen Unterschied und stirbt daran. Alle? Kann man ihn nicht loswerden? Ihn töten, meinst du? Das Böse töten? Nein. Allerdings erzählen die Annalen von einem Mann, der seinen Pakt gelöst und Odim mit seinen eigenen Waffen geschlagen hat. Das heißt? Odim liebt Pakte, Wortfallen, geistige Duelle. Fordere ihn zu so einem Duell heraus. Er wird einwilligen und er kann besiegt werden. Aber bedenke, was auf dem Spiel steht. Das Einzige, was er wirklich begehrt, sind menschliche Seelen. Ja. Klar. Odim hat mir ein Mal verpasst.
Werde ich das irgendwie los? Einmal? Wird in den Folianten nicht erwähnt. Seltsam. Es sei denn, es verschwindet, sobald dein Pakt erfüllt ist. Wenn ich ihn herausfordere und überwinde, verschwindet es dann? Das weiß ich nicht. Der Mann, der ihn überwunden hat, trug kein Mal. Danke, das hilft mir weiter. Gut, sehr gut. Ach, nach all der Zeit in Gefangenschaft und Angst, mal wieder nützlich zu sein, wie wohltuend. War so klar, dass er schlagen wird. Aha. Wenn das mal Zufall war. So, triff dich mit Ulgiat im Tempel von Nivani. Thank you.